Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Oh Mann, jetzt ist mir das ein bisschen peinlich. Krass, was er mir hier zeigt. Hallo Leute, ich bin's, die Nora. Wir ziehen uns jetzt eigentlich rein, wie sich Opas meine Musikvideos reinziehen. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Wir gucken uns das jetzt einfach an. Pussy, Pussy? Also, nee. Chaya, oder was? Deine Chaya, alle Typen geiern. Chaya, schöner Romantik-Song. Peter. Begleitmusik? Alle Frisur hat sie, die Süße. Kopftuch ist klasse. Oh mein Gott, wie süß sind die denn? Ich komme nicht drauf klar. Oh mein Gott, ich habe das gar nicht erwartet, jetzt, dass jetzt sowas kommt. Ohne Scheiß, das ist der Knaller. Sehr schön. Sehr ästhetisch. Tolle Frau. Das Glas ist leer, ja. Aber gar nicht gesehen, dass er es in der Hand hat, das Mensch, Mädchen. Oh mein Gott. Halluzination oder sowas. Aber der Text, naja. Aber die Melodie ist schön. Danke. Nicht schlecht gemacht, würde ich auch sagen. Klasse. Merkwürdige Einbindungen. Ja. Merkwürdig. Er sagt merkwürdig zu mir. Oh mein Gott. Nach der Musik könnte ich auch tanzen. So beweglich möchte ich auch noch mal sein. Ey, ohne Scheiß, wir müssen das irgendwie machen, dass wir zusammen feiern gehen. Ich und diese ganzen Opis. Die müssen auf jeden Fall zu meiner Record-Release-Party kommen. 100% der Knallermann. Flottes Girl. Aber tätowiert. Aber das ist eine hübsche. Aber tätowiert. Wenn die Frau gut aussieht und noch singen kann, das hätte von meiner Mutter kommen können. Mehr. Die Musik war auch so, nicht so bumse Musik, sondern gut, dass ihr denen nicht SOS gezeigt habt. Ich glaube, jetzt sind die so, oh, es war ganz nett und so, voll sweet. Also das war schon sehr gut. Giant, ich nehme an, das ist die Sängerin, die hat, das ist der Name von der Sängerin. Mädchen wahrscheinlich. Genau. Geht da oben drüber. Nimmst meinen Slip. Ach, Sip heißt Schluck. Naja, die Sprache, das muss man ja nur umsetzen. Nimm's meinen Slip. Oh mein Gott. Ist das so eine Jugendsprache oder was? Ich kann bauen, bisschen Peace, bisschen Kraut. Drogen oder was? Die will sich die Männer schön saufen oder was? Bisschen Kiffen, ein bisschen Glas, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Sex. Das ist wie eine kleine Liebeserklärung. Gemessen an der Zeit, in der wir leben, jetzt ist das SOS, wohl so Leute. Üblich, sich so auszudrücken. Oh Leute, bevor wir uns jetzt das reinziehen mit den Opis, das Angebot steht immer noch, ihr könnt immer noch vorbeikommen, egal was die jetzt über mich sagen werden. Ich melde mich nur, wenn es dunkel ist. Ui, hat sich die Haare gefärbt. Sieht sehr raffiniert aus. Wig, Habibi. Ah, macht sich schön für ihn. Macht so auf unschuldig, die kleine Maus, aber naja. Aber klasse, sieht gut aus. Weil ich was? Das verstehe ich nicht, das Wort. Weil ich dich bumsen will. Weil ich dich bumsen will. Das wirst du gleich nochmal verstehen. Es tut mir leid. Das verstehe ich nicht, sagt er so. Was? Das Wort, das verstehe ich nicht. Er ist so sweet, Mann. Ich dich pumpen will, oder? Nee, doch. Das hat jetzt Opa nicht gehört. Doch, weil Opa! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Er sagt so, oh mein Gott, es tut mir so leid, Opa. Bumsen will? Nee, also nein. Wir Mann, jetzt ist mir das ein bisschen peinlich. Speisen oder der Junge? Eieiei, wie die da liegt. Der Junge muss aber noch ein bisschen, der muss mal eine Tasse Kaffee trinken. Der schläft ja bald ein. Gute Figur hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach krass, was ihr mir hier zeigt. Wirklich. Eieiei. Und man muss ehrlicherweise sagen, so schlecht sieht er auch nicht aus. Der eine Opi, der sagt so, ja, der muss auch ein bisschen auf jeden Fall eine Tasse Kaffee trinken und so. Und dann sagt der andere so, ja, so schlecht sieht der da nicht aus. Also, es ist so, ne, keine Ahnung, die haben so Props und ein bisschen Hate und so, aber es ist voll, es ist gar nicht schlimm so. Es ist eine ganz andere Welt für die, deswegen. Steck jetzt schon rein, lass ihn nicht verhungern. Er braucht doch Kraft, wenn er die wumsen will, Mensch. Na, wenn der Mann nicht anbeißt, ist er selber schuld. Die einzige Augenweide oder das einzige Interessante bist du. Irre Wohnung, mein lieber Mann. Ich will mal wissen, ob die auch eine Drehgenehmigung für sowas bekommen haben. Sehr schön. Eine Drehgenehmigung, oh mein Gott. Ja,
Der Sound ist wunderbar, so schön monoton, oh, jawohl, ganz toll. Das gefällt mir. Das war die Verführung in Person, ja. Oh Mann, lieber Mann. Die Verführung da waren in sicherlich, Person. Vermute ich mal, Worte dabei, die ich so nicht ausdrücken würde. Ja, der Text. Muss man das immer singen? Ansonsten war das nicht schlecht. Musik war schön, hübsche, ästhetische Menschen. Das war schon toll. Lura, wie die Lure ist ja ein Instrument bei den alten Griechen, Lura. Nicht so eine Art Gitarre. Ja, ist hübsch. Ach, Nura mit N vorne. Genau, ach so. Wie findest du das Frauenbild, das die beiden Mädels verkörpern? Ich finde es völlig in Ordnung. Passt in unsere Zeit, ja. Na, das verstehe ich dann. Dann verstehe ich den Song, wenn die das so meinen. Wenn die Oma so an die Front gehen und singen jetzt Oma, die nehmen sich die Männer zum Bumsen fertig und Feierabend. War setzt sie sich für die schwul-lesbische Szene ein und war 2018 das Gesicht des CSD in Berlin? Ach, das wusste ich nicht. Das ist ja toll. Donnerwetter. Völlig in Ordnung. Passt in unsere Zeit, ja. Prima. Ja, nice. Oh, ich liebe diese sehr. Und heißt schwul und lesbisch, es muss eigentlich mal so sein, dass alles tolerant ist. Oh, der ist so sweet. Ich liebe ihn. Mensch, nehmt doch jeden so, wie er ist. Ja, ja, das war Nura. Leute, das war so schön. Das war große, echt schön. Klasse, nachdem ich diesen Hintergrund habe. Oh, ihr seid bin gespannt, so sweet. Wie ihr das gefunden habt. Und denkt dran, Abo. Däumchen. Glocke. Ihr seid eine coole Socke. Oh mein Gott. Servus. Das ist so süß gewesen gerade. Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall ein richtig geiles Video, Leute. Ich habe gar nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Am Anfang kam ja dann Chai und da dachte ich mir so, oh nice. Und auch so die Props von den Opis, auch voll gut gewesen so. Und dann kam auf einmal SOS und ich dachte mir so, oh Mann. Die werden das vielleicht irgendwie nicht checken, so, aber die haben das übertrieben gecheckt. Das ist echt krass. Also auch, was er am Ende gesagt hat, so, ich fand's, also das war mein Favorite OP auf jeden Fall. Das ist der Peter, Shoutout an Peter. Wirklich, ich liebe ihn. Krass. Das war echt nice, Leute. Das können wir öfters machen. Ey, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie alle zu meiner Record Release Party kommen. Das ist ein geiles Format, ich feiere das wirklich krass. Jetzt auch, dass man das selber so, Reaction und so, richtig gut. Ja. Ich dachte eher so, dass sie das gar nicht feiern würden und so und bla, aber die haben das ja voll gut aufgenommen so und haben es auch direkt gecheckt und auch so die Infos, die ihr denen gegeben habt, so über mich und was die dazu gesagt haben und so, das war geil, ja. Ich glaube einfach, wenn das sogar ältere Menschen checken so, dann checken das auch Leute in meinem Alter, in deinem Alter, in deinem Alter. Ich muss mich gar nicht mehr so viel erklären. So, die Leute hören meine Mucke und wissen, was ich meine. Das ist nice, richtig gut gemacht, wirklich. Applaus. Leute, wie fandet ihr das Video? Ich fand es übertrieben geil. Wenn ihr das auch geil fandet, dann schreibt irgendwas runter oder einen Daumen da lassen, nach oben oder nach unten, wie es euch gefällt. Wir sehen uns.